Oh, und tut dir Mitleid, Christoph. Oh. Kannst du vergessen. Als Maul, du Hurensohn. Und nochmal. Ich bin der Hurensohn, meine Mutter ist die Hure. Also hör auf, sie zu beleidigen. Nur ich darf das. Nur ich darf meine Mutter beleidigen, du Hurensohn. Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt wird, nicht deiner. Du bist die Schlampe. Ich bin normaler Mensch. Du bist die Schlampe. Worauf wartest du? Schlampe. Hä? Ich hab doch schon gedrückt. Nein, nochmal. Wenn du dich bewegst, dann, Wenn du dich bewegst, wenigstens bewege ich mich. Wie gesagt, zu gewissen anderen Menschen. Alles, was Gummi ist, zählt nicht. Na! Bist du gekommen? Ja. Erstmal die Scheiße verkaufen. Oh, die bringt aber jede Menge Kohle. Ach, warte mal. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hab noch nicht mal was gemacht, du Opfer. Ach ja, richtig. Abonnent sein. Fick dich, halt doch mal dein Maul, du hässliches Stück Scheiße. Ich fick deine Mutter richtig hart in den Popo. Echt? Dachtest du jetzt ernsthaft, dass ich deine Mama meine? Ich find's sowieso dumm, dass erwachsene Leute Mama noch zu ihrer Mutter sagen. Ich sag immer Mutter. Oder Mutter. Ich sag Mom. Ich sag immer Mutter. Oder ich sag immer Alte, komm mal her. Das Schlimme ist, die hört auch noch drauf. Stell ich mir das wörtlich vor, sitzt dann in deinem komischen Sessel mit so einer Lederpeitsche und sagst dann, hier, trag mich mal auf die Toilette. Wir sind nicht bei Sodomaso. Wir sind nicht bei Boku no Pico. Ich hab das nie gesehen, aber nur viel gehört. Gut, dass du es nicht gesehen hast. Ich hab's auch nicht gehört. Heißt nicht, dass ich, Nein. Dass ich nein, das nein. gesehen hab. Nein, als ob ich sowas gucke, hallo? Ich... Ein Freund hat es geguckt. Würde ich auch sagen. Er nennt sich... Balex. Okay, mein Zwillingsbruder hat geguckt. Nennt sich Balex. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich gerade, ob du mir das mit Balex glaubst. Noch blöder geht's wohl nicht. Es gibt einen YouTuber, den finde ich ganz cool, der macht Musik halt, wie fast jeder YouTuber. Auf jeden Fall habe ich das ein bisschen von denen geklaut, also... Ich wüsste gern, was sich hier abgespielt hat. Ein bisschen. Ja, der Typ heißt Rezo, erstmal Grüße, falls ihr das sehen solltet, der wird das wahrscheinlich eh nicht sehen, aber trotzdem. Ich werde den sowieso unten verlinken, auf jeden Fall... Hat er ein Video gemacht, zwei sogar, mit seinem Zwillingsbruder, der Biso heißt. Alles klar. Deswegen bin ich jetzt auf Balex gekommen. Du willst mir sagen, sie sind in Panik geraten und haben... Und war wenigstens deine Freundin mal bei dir, daheim? Sie wollte heute kommen. Also, zu mir herkommen. Aber... Sie war so blöd und hat es ihrer Mom gesagt. Und? Die kennt mich natürlich nicht. Weshalb sie nicht solang, darf. Ach, aber, solange, ab, sie, solange sie noch nicht bei dir pennt, da sollte das doch eigentlich machbar sein. Normalerweise hätte meine Freundin... Wenn du nur wüsstest, warum sie herkommen wollte. Der Druide hat mich über eure Arbeit... Das falsche Schweigen, das ich glaube, das Schweigen sagt schon alles. Echt jetzt, ohne Scheiß?
Ja. Der Arzt und sein erstes Mal. Hä? Bist du dumm? Das war überhaupt nicht der... Ach, egal. Mit dir darüber zu diskutieren, bringt sowieso nichts. Das war übrigens nicht das erste Mal. Ich hatte schon, okay? Ja, hätte ich auch gesagt. Ist wirklich so. Gut, da war ich noch keine 14, aber okay. Ja, klar, hier, gauke mir noch mehr vor. Nein, ist wirklich so. Ich will Beweise. Ob ich da Beweise hab, genau. Ja, ich hatte sogar mit 3 Leuten was. Ja, klar. Mhm. Eine, die war ein bisschen jünger, die andere war, und die anderen beiden waren älter. Die eine müsste jetzt im Alter von 23, 24 sein. Okay, Leute, er fickt gerne 18, kleine 19. Kinder. Die war nur ein paar Jahre jünger. Und die habe ich nicht na gut. warum rede ich überhaupt darüber mit dir? Nach Dromokars, bitte. Nee, weißt du, ich bleib hier. Was wollte ich denn sagen? Ich ficke nicht. Ich hab's wieder total vergessen. Ich ficke nicht kleine Kinder, sonst dürfte ich gar nicht im Kindergarten arbeiten. Den Star Wars hochgeladen hast, müsste ja das eigentlich sein, wo du nämlich mal gegoogelt hast nach unseren Namen. Kann das sein? Den letzten Part. Das ja. Das letzte Star Wars Video, was ich hochgeladen habe, war das mit den Namen. Okay, da freue ich mich drauf. Wow. Mein Name bedeutet Gott. Aus den Germanischen. Ich bin Gott. Ja. Du bist Gott. Und was für ein Gott. Ich weiß. Ein selbstsüchtiges, selbstloses, ungerechtes, Mistgeburten, hässiger Gott. Wie viele Minuten haben wir noch? 7. Naja, okay, dann schaffen wir noch das hier jetzt. Ne? Ja, Mr. Selbstlos und eingebildet. Und, oh Gott, nerv doch nicht. Ich beende die Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Ryan. Tschüss.